Beim Spiel des USK Obertrum gegen den USK Hof zunächst einmal die in Schwarz spielenden gestern Ball Johannes Wampel konnte den Ball fangen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Gute Aktion. Der USK Hof bleibt zunächst am Ball und kann sich befreien. Und erst mit der zweiten Aktion konnten die Gäste aus Hof den Ball aus der Gefahrenzone bringen. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Pass. Immer noch der USK Obertrum am Ball und kein Problem für Goalie Bernhard Wingerberger. Jetzt wieder der Gäste am Ball. Verlieren ihn an den USK Obertrum. Das Spielgeschehen spielt sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Und jetzt Elfmeter. Gut abgewehrt von Bernhard Berger, der sich beim Nachschuss auszeichnen konnte und mit einer sehenswerten Parade einen Gegentreffer verhinderte. Dann wieder die Gastgeber. Pass. Flanke. Weiter Abschlag. Aber auch da bringt es nichts ein. Der Ball geht ins Out. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Die Gastgeber können den Ball in ihren eigenen Reihen behalten, aber auch dieses Mal kommt der Obertrummer zu spät und der Ball geht ins Aus. Jetzt wieder die Obertrummer. Pass. Ein Abspielfehler im Mittelfeld, aber auch dieses Mal können die Obertrummer den Ball korrigieren. Jetzt wieder die Hofer von der rechten Seite. Gut aufgepasst. Schöne Kontermöglichkeit des USK Obertrum. Jetzt wieder. Wir befinden uns nach wie vor in der ersten Halbzeit. Scheitern zunächst und Tor 1:0 für die Gäste aus Hof und der Torschütze war Alexander Blank. Dann wieder ein neuer Versuch der Gastgeber. Herrlicher Konter, Johannes Wampel sehr weit vom Gegner entfernt und Tor Ausgleich zum 1:1 in dieser Phase auf jeden Fall absolut verdient. Könnte man durchaus mehr machen. Dann wieder ein neuer Rückpass. Schöne Aktion. Spielgeschehen spielt sich hauptsächlich im Mittelfeld ab, aber zur Halbzeit tut sich nichts mehr. Und das 1:1 ist der durchaus gerechte Spielstand nach 45 Minuten. Dann die zweite Halbzeit. Weiter Abschlag. Gute Aktion. Immer noch die Gastgeber am Ball, verlieren ihn an die Gäste und auch dieses Mal gibt es nicht wirklich was Erwähnenswertes. Dann wieder Johannes Wampel am Ball. Flanke. Wieder der USK Hof am Ball, geht allerdings ins Out und somit kein weiterer Treffer für die Gastgeber. Jetzt wieder. Weiter Abschlag, der Ball geht ins Out bei sehr gutem Fußballwetter. Pass. Wieder ein neuer Angriff. Herrlich gemacht, Ball wird gut angenommen, Flanke, aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder ein Rückpass,
war auch da kein weiterer Treffer und somit auch dieses Mal der Ball im Mittelfeld. Jetzt wieder eine gute Aktion. Gut aufgepasst, der USK Hof bleibt am Ball. Dann eine schöne Aktion. Johannes Wampel sehr weit heraus, wird überhoben und Tor 2:1, nicht ganz unhaltbar. Und der Torschütze ist auf jeden Fall Marco Brauchert von den USK Oberdorf. Dann die Schlussphase. Der USK Hof versucht es noch einmal, tankt sich durch, scheitert aber am sehr guten Bernhard Berger. Die Gastgeber entscheiden diese spannende und sehr knappe Partie mit 2:1 für sich und feiern damit einen verdienten Sieg.